Ein Morbus Scheuermann ist eine Wachstumsdeformität. Sie tritt vor allen Dingen bei Jugendlichen im pubertären Wachstumsalter zwischen 10 und 14 Jahren auf. Jungs sind meist mehr betroffen. Man betrachtet die jungen Leute von der Seite und zeigt eine Vermehrung des Rundrückens im Bereich der Brustwirbelsäule. Man schätzt das nach Winkel ein. Bei geringen Winkelgraden hilft hier Physiotherapie und Haltungstraining. Wenn die Winkel weiter zunehmen und sich verschlechtern, kann eine Korsettbehandlung sinnvoll sein. Und bei schweren Winkeln, man spricht da von einem Winkel von etwa 70 Grad, also kurz vor dem rechten Winkel, kann gar eine operative Therapie dieser Situation notwendig sein.